Oh. Ich finde den Schattenraum richtig geil. Richtig düster. Ja, der hat was da. Die Lampen habe ich gerade noch gefunden. Da habe ich mir gedacht, boah, die passen bestimmt richtig geil an. Ja, Lampen haben wir bestimmt jetzt auch richtig gute, wo man, wo ich aber halt nicht weiß, so noch Banner und so ein Krimskrams alles da. Das ist halt, wo mir denkst, so, ja, da sind bestimmt gute dabei, aber ich habe keine Ahnung. Quickstacken. Ich habe auch schon wieder zwei Banner oder so. Aber nichts Neues, nur bekannte. Pyria the Rotted Fork. Okay. Farbe war doch hier unten, oder? Ja. Bin ich hier? Hier kann ich was. Was habe ich denn jetzt hier alles? Holz, eine Flare Gun. Habe ich die Flare Gun echt zu den Fernkampfwaffen gestockt? Ja. Egal. Passt schon, passt schon. Grundteil. So, und jetzt habe ich noch jede Menge Blöcke und Materialien. Mats. Tanksnor. Wort damit. Ach komm, scheiß drauf. Ich mache Quickstack doch eh. Ja, Quickstack. Pflanzen. Wo waren Pflanzen da? Schönere Bilder hier reinmachen. Ich mache diese Standardbilder. Standardbilder? Ja, überall diese Meatballs, die da rumhängen in der ganzen Hütte. Achso. Da habe ich jetzt eins von in den Crafting-Raum gehängt, aber... Der Schamane hat sein Haus jetzt auch... sein Zimmer auch irgendwo weiter oben, oder? Schamane? Ja. Oder hatte so. Wo hat denn der sein Zimmer überhaupt? Der hat sein Zimmer... Ach, in diesem Mini-Ding hier. Hier, in diesem Mini-Raum. Ach da. Ja, dann lass mal ihm kurz einmal nach oben, dass der mal ihn neu spawnt. Ja. Einmal neu spawnen lassen. Mini, schneller. Warum bist du schneller, du Arsch? Weil ich Movement Speed hab mehr. Warte. Irgendwo durch. Ah, jetzt ist er da, wo er hingehört. Ja. Ich habe. Plus 1% Movement Speed auf meinen Super Boots. Aber sonst. Plus 5 auf nichts. Der Violet Eglet. Ich wollte sowieso jetzt mal ein bisschen Gold in der Hand nehmen. Hier mal irgendwie so ein paar Sachen reforgen, die gar keinen Wert haben, einfach. Wo ich mir denke, die könnten auch gerne wenigstens irgendeinen Wert haben. Ja, ich würde, wenn dann mein Schwert nochmal ein bisschen versuchen. Damit aus. Ein Gold für meine Space Gun, ja. Plus 11% Damage und minus 12% Mana-Kosten. Nicht ja, schlecht. Ein bisschen was kann man mal reforgen. Nimm ich mal mit wegen dem Damage, weil Mana-Kosten ist eh null. Also geil, nehme ich erstmal so. Dann war hier 4% Speed. Minus Damage plus Speed minus Mana Kosten. Ja, eher Knockback, das klingt gut. Wo hab ich sonst noch nichts drauf? Hier. Die Meteorit hat's landet, jawohl. Plus Knockback, ja, kann man lassen. Hier noch. Oh ja, die behalte ich auch. Ich habe doch noch irgendwelche Sachen, habe ich doch nichts. Ja, dann ist aber auch richtig zu reforgen, ne? Du hast 4% Movement Speed, ja, nehme ich mit. Bisschen was versuche ich nochmal. Ich dachte, hier war so super teuer, ne? Ja, 19 Gold, okay, das mache ich nicht. Hatte ich doch irgendwie so was im Gedächtnis, dass das so übertrieben teuer war. Mann. Kann man die nicht reforgen? Ne. Kostet das hier? Was ich 2 Gold 75. Oh, könnte ich genau bezahlen, ne? Ne, könnte ich genau nicht bezahlen. Was ist das? Nur 30 Kupfer. 30 Kupfer? Ja. Genau 30 Kupfer, das ist alles, was ich brauche. Also, ja. Ja, komm schon. Plus 20 Mana. Ja, okay. Nimm ich. Ja. Ja, ich habe jetzt plus 5% Damage, 2% Crit und 5% Size. Es gibt besseres, aber ist okay erstmal. Ja, wie gesagt, hier meine Space Gun ist natürlich echt nett eigentlich. Ja, ja.
halt mit plus Damage und minus Mana kosten. Leider kostet das eh schon 0 Mana. Aber ist okay, kann ich mit leben. Ja, warte mal, der hohe Knockback von dem Ding, der muss jetzt 5 Damage könnte reichen. Reicht nicht, um die Dinger umzuhauen direkt. Na, haben wir hier mal noch irgendwo so einen Zombie? Meine erstmal. Oh, Alter, bist du schneller. Ja, ja, ich hab ja die noch besseren Boots. Ja, stimmt, du hast die Boots, ja. Ja. Oder? Ah, okay, sorry. Ja. Mein Todesinstinkt da unten hast du was. Hier, Knockback, den muss man doch jetzt erkennen, oder? Ja, wenn du triffst. Ja, hauptsächlich arbeite ich ja hiermit. Ja, passt. Meteor suchen, haben wir ja nichts zu tun. Also nichts Direktes zu tun oder so. Dünnstein angesammelt? Ja, ne? Und jetzt, yeah. Ach, verdammt. Ach, da ist er. Hallöchen. Hast du... Ne, du da kriegst auch immer noch Schaden durch Feuer, ne? Nee, ich glaub nicht. Du nicht? Nee, ja, ich nicht. Ah, ja, dann hast du ein bisschen einfacher. Boots bringen was. Die Boots sind echt gut, die mag ich jetzt schon, ne? Oh, jetzt ist echt ein fetter Meteorit, ne? Ja, ja, der ist wirklich viel größer. Sollte vielleicht nochmal treffen. Ja, verdammt, jetzt habe ich meinen einzigen Block abgebaut, wo ich noch hätte drauf bauen können. Da unten kommt's jetzt zu dir. Jo. Und One Hit. Boah, Skill-Move. Das hier am Rand bis heute, ne? Ja, ja. Ich mach die Mitte hier einfach. Schau mir eben den Stern ab hier. Ja, ich bohre da, wo ich kann, ne? Adidadida. Mag die Boots echt. Au, au, au. Ja, ist halt schon vorteilhaft, wenn man einmal noch mal auf so was laufen kann. War jetzt aber Glück, dass ich genau die beiden Sachen in einem Durchgang gefunden habe. Ja. Eclat of the Wind und dann andere auch noch. Nicht Eclat of the Wind, dieses Lava Charm oder wer das hieß. Und dadurch gesehen habe, dass man die Obsidian Boots noch weiter verarbeiten kann. Ja. Durchs Lava Charm halt. Lalalala. Ja, unten mitten aus der Welt kommen Sachen. Wasser kommt aber natürlich. Oh. Gut, dass die Arc Pickaxe so gut ist, ne? Stirbt. Warum wollt ihr alles mit mir? Stirbt immer. Stirbt. Ja, Mann. Wenn man es richtig ausspricht, ist es auch langweilig, ja. Da kann ich nicht abbauen. Was musst du machen? Erstmal da hinten noch einen weggesnackt. Gilt schon nicht mal ins Meteorgebiet, jetzt kommt zumindest keine Meteor jetzt mal. Oh, 224 Meteorit, Alter. Na gut, das, ne? Was machst du da? Ich habe. Glaube ich. 91. Ja, daraus kann man wieder was machen. Ich meine, wir können vielleicht so eine Meteor-Head-Farm bauen, aber irgendwie brauchen wir die nicht.
Ja. Zumindest wüsste ich nicht wofür, sagen wir so. Nee. Ja, da oben. Ja. Aua. Ja, was suchst du? Die letzten Blöcke hier. So. Die waren da Blöcke? Unter dir. Bei mir gar nicht. Bei mir war da Schnee überall. Ich denke schon, was gräbt denn der da den Schnee die ganze Zeit? Hier brauchst du noch. Ah, hier ist noch jemand. Keine Ahnung, irgendwo da links. Ein Clayblock war da. Hier, brauchst du Holz? Ich hab aktuell wieder ein bisschen. Lalalalalala. Acorn nach oben, Sterne raus aus dem Inventar. Uff. Acorn. Ein Acorn? Ah. Ich würde ja immer noch gerne so eine Pyramide in der Wüste finden. Ne? Wir müssten eigentlich gucken, dass wir unter einer. Ja, es gibt Pyramiden in der Wüste. Aber wir haben sowas nicht oberflächlich. Das heißt, die werden wahrscheinlich, wenn wir sowas in der Welt haben, irgendwo unterirdisch sein. Dann noch eine Wüste oberirdisch hier links. Wir haben eine links und eine rechts, wenn ich mich irre. Genau, und da müssen wir doch mal gucken, ob wir da nicht irgendwie sowas finden. Ja, unten drunter oder so, ne? Ja, gucken, ob wir da halt eine nahegelegene Höhle oder sowas finden. Auf Wasser laufen, nicht Hegel. Arsch. Komm, fang an zu sprinten, Kollege. Danke. Ah, da habe ich den Vorsprung. Boah, ja, jetzt hast du ihn wieder. Ja. Ich höre ihn schon, komm noch mehr sprinten, ne? Weggesprintet ist er mir. So. Hier, da ist ein Rahmen, wo ich noch nie drin war. Direkt hier in dem Sandgebiet. Ja. Hast du schon drin? Ne, hier war ich auch noch nicht. Hallöchen. Toll, wir wissen hier überall. Okay. Ach, hier gibt's noch jede Menge Clay, das ist schon mal gut. Oh. Oh, hier links vielleicht? Oh, okay, wir erstmal weiter runter. Oh, hier ist irgendwas. Angst. Topaz. Oh. Alter. Bounce erstmal auf dem. Nee. Ah, viel Spaß. Oh, Goldruhe. Jack Thermos Boots. Hat der Marcel schon welche? Thermos Boots? Die Sprint wahrscheinlich nicht. Nee, ist wahrscheinlich. Aber die haben wir, glaube ich, sowieso. Warte mal, das sind doch die blauen, oder? Nein, die grünen. Daraus baust du dir die blauen. Aber ich glaube, die haben wir trotzdem schon einmal in der Kiste noch rumliegen. Aber trotzdem. Ich meine, ich hätte ihn hier sehen und den Blasten extra gebaut. Aber ich weiß gar nicht mehr, woraus noch. Den Rocket Boots halt. Ach ja, stimmt, die kann man ja kaufen. Ja. Oh, jetzt wirst du uns echt durcharbeiten. Ja nicht. Du hast auch eine Deathbringer-Axt, oder hast du? Ja, sicher. Ja. Geht's hier noch hin? Bitte? Ist echt kein Sandgebiet mehr hier links. Wieso ist hier nur oberflächlich Sand oder was? Ja, vielleicht macht das nur so einen Knick nach innen oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist da oben noch was. Hallo? Torch. Guten Tag. Ich war oben wieder, du machst in Mitte zusammen. Ja. Da, die, da, die, da, die, da. Und Wassermarsch! Mal Luft holen. Luft. Der hat sich weiter. Oh mein Gott. Dip. Kackvieh. Und Wassermarsch. Ja, lassen wir ihn hier jetzt nach oben graben, bis wir dann raus aus dem, was da sind. Alter! Geht doch. Ach, hier kommt sogar wieder eine Höhle. Ist doch gut. What the fuck, Mann? Bau doch noch mehr Fackeln. Nein, ist nix. Na gut, das ist natürlich echt praktisch.
Ich kann es nur so grün hallo. Aufhellen lassen. Beim Schwert kann man gut dicht machen. Ja. Höhle. Eine ganz normale Standardhöhle. Nee, Standardhöhle. Ja, schon lange nicht mehr gesehen. Kisten. Ach, Kisten war schon. Hier ist gar nichts mehr. Ja, ich häng fest. Ist auch nix. Hier geht's anscheinend gar nicht weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ja, wenn wir uns einfach viel weiter nach links durchkramen, theoretisch gesehen, dann kommen wir wieder ja, ins Dungeon-Gebiet. Ah, hier ist Wüste. Wasser sofort so gelblich. Ach, hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht auf Fresse kriegt. Hier ist Wüste wieder vorbei. Wir sagen hier runterbauen jetzt links neben dem Ding. Oder? Ja, wir können einfach nur weiter nach links bauen, weil. Das ist ja unterirdisch. Ja, aber wer weiß wo, ob die links von ist oder hier unter uns, kann man schwer sagen, ne? Wir sind doch gerade mal erst unter der Wüste. Mittig. Oh, hier ist auf jeden Fall eine kleine Höhle. Vielleicht gibt's hier noch einen Weg. Ja. So. Hier ist wieder keine Wüste mehr. Na, anscheinend ist hier echt nur da Wüste. Da unten war was immer. Das war Sand. Okay, da die Wüste scheint hier echt assi zu sein. Voll aufgesplittet und so. Ach, hier ist auch wieder Wasser. Ich dachte schon, was ist denn das für ein komisches gelbe Zeugs hier? Einfach mal Wasser durchleiten, habe ich gehört. Oh. Dip. Aber hier, Wüste. Okay. Na, ich möchte doch eine Fackel platzieren. Alter. Oh, Pink Ruzis. Toll. Unten könnte es weitergehen. Ich guck mal. Hier ist auch wieder Wüstengebiet laut Wasserfarbe. Auch wenn hier keine Wüste ist, theoretisch. Doch, hier ist ein bisschen Wüste. Tangsten. Ne, hey, brauche ich nicht ab. Hab ich keine Lust zu. Oh, guck mal, da unten rechts ist eine große Höhle, oder? Alter. Ich sehe den Digga mit der Fackel in der Hand so. Ich glaube, ich weiß, wer die Fackel platziert hat. Oh, ach, die kommen ja eh nicht hinterher, das ist ja Wasser. Hab nichts gesagt. Alter, was ist das für eine Kackwüste hier, Mann? Das war richtig. Ja, er gibt sich erstmal Schaden, hab ich gehört. Oh, das so. Wo ist das? 18 Uhr, lol. Glückwunsch. Gerade mal auf die Map geguckt. Obwohl, sind wir ja schon ziemlich am Anfang, ne, vom Wüstengebiet, ne? Ja, ja. Ist doch nicht viel weiter nach links. Ich glaube, wir können eher wieder nach links bauen, ja. Zum Glück sind unsere Bewegungen nicht zu gleichmäßig aus, aber. Wasser laufen. Mein Gott, ich bin ja einfach Jesus fucking Christ, Mann. Ja, echt mal. Mein Gott, du bist so eine Wurst, Junge. Guck, der, ja, hier, hier, hier. Dicke Höhle. Ja, Tangsten. Oh ja, und Clay. Wenn wir schon dreimal dran sind. Und Clay. Wenn wir einmal dran sind. Und hier noch mehr Clay. Ja, Tangsten. Clay? Ich schieße es kaputt.
Achso, ja, haben wir keine andere Wahl. Wobei, doch vielleicht. Wenn wir noch ein klein bisschen runterbauen, dann können wir das Wasser loswerden. Ja, jetzt, komm. Nach oben. Was soll das Wasser loswerden? So, einfach geht's. Hm. Beide stehen erstmal doof davor, Mann. Hier, da lädt extra für dich in deine Mitte gestopft. Alter. Ja, hier ist ja auch wieder Party, hab ich gehört. Ah, warte da. Warum hab ich jetzt Stonewall eingesammelt, Alter? Nimm den Scheiß wieder. Da. Ich hab's genau gesehen. Jawoll! So, wo könnte es denn hier noch weitergehen? Moment. So, ja, eigentlich ist es weiter. Hier vielleicht? Ja, vielleicht geht's hier irgendwo weiter. Oh ja. Peitschen. Oh ja. Ich glaube, die Wüste hat nicht so viel zu bieten für uns, wenn ich mir das anschaue. Ne, die nicht, glaube ich. Warte mal. Wir könnten. Ja, wir könnten auch einfach mal jetzt einfach straight nach links mal durchschnoppen. Bis zum Dungeon. Weil der ist ja hier links von uns. Ich will aber erst noch kurz mal gucken, was kommt. Ne, das geht nicht. Hier aus Wasser stehen. Ja, dann. Oh, warte, nee. Ja, warte, dann lass mich schon mal anfangen, den Gang zu graben. Ah, oh, Sand. Hm. So, so auf der Höhe, ne? Na, warte, dass du jetzt nichts abkriegst. Ja, dann. Ja, dann baue ich schon mal weiter. Bis gleich. Ja, dann mache ich hier schon mal jemand dicht. Ja. Was habe ich denn hier in der Block? Lalalala. Ah, ich würde mehr Geschwindigkeit haben, bitte. Lalalala. Ich hasse es so lang, einfach doof stumpf in eine Richtung zu graben. Aber was will man machen? Lalalala. Da ist doch irgendwas. Ja, nix. Statten nichts. Doch, doch, da ist ein Tor. Hä, hey, die nehme ich mit. Dann unterspiele ich das ganze Gebiet hier. Kann ich mitleben. Nur, dass ich nichts mehr sehe, das ist doof. Ertrinkt der, dann wäre das doof. Dann muss ich dafür sorgen, dass. Oh ja, der Typ würde ertrinken. Dann muss ich mich vielleicht auch noch ein bisschen beeilen. Jetzt ertrinkt er nicht mehr. Aber so gerade eben nur nicht, aber er trinkt nicht. Da, da hat er seinen eigenen Schutzbunkerraum. Kann er sich wohl fühlen. So, was haben wir denn hier? Wow. Wow. Geil. Ich wüsste nicht, was ich schon in diese Truhe gemacht hätte. Gib mir das Cobweb. Kaputt. Danach da oben ist ein Altar. Ah, wo auch immer. Hier ist aber auch echt gar nichts. Gibt's ja nicht, ja.